Hallihallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Warframe und tägliches Tribut. Wir dürfen uns heute wieder irgendwas aussuchen. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, diese Fusionsreaktoren zum Kombinieren oder zum Pushen von Mods. Ich weiß nicht. War klar, dass ich den Silbernen erwische, nicht den Goldenen. Ich bin ja so ein Glückspilz. Okay, ja, herzlich willkommen zu meiner Runde Warframe wieder. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen sollte. Letztens, ich weiß nicht, heute gibt es wieder, wie vorige Woche, 3 Folgen, ne? Weil die 6 Folgen, ja, ist eine schöne Sache, 6 Folgen, aber ja, ist für mich einfach reservemäßig, ist da einfach kein Platz. Also 6 Folgen zu machen pro Woche ist für mich bei Warframe schwierig. Ich sag's so ganz ehrlich, wie es ist, ist schwierig, für mich zumindest. Vielleicht für andere Leute nicht, die vielleicht mehr Zeit haben, aber ich bin da ein bisschen eingeschränkt. Okay, ich wurde mal gebeten, diesen Munitionsverhandler rauszunehmen und ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich, ja. Hallo? Ich will den raushaben, nicht noch was anderes. Okay, so. Ja, zusätzlich wurde ich auch noch gebeten, da Gift und Elektroschaden draufzugeben. Elektro habe ich natürlich nicht, aber ich soll auf jeden Fall Elementarschaden nehmen. Und ja, habe ich jetzt eh. Ich habe ein bisschen Hitze-Damage, ne? Ich tue mal noch ein bisschen einwechseln. Hier, Giftschaden, so. Ganz wichtig, Crit, also alles, was ich jetzt so über den Mod sage, ist alles nur, was ich so bekommen habe, was so an Info und so weiter. Also Crit ist auf jeden Fall ganz wichtig bei der Waffe. Die Magazingröße ist auch jetzt nicht so das, was man unbedingt braucht. Schnellauslöser würde ich schon sagen. Ich würde das ganz so ein bisschen machen, damit auch die Dinge zur Magazinumwandlung, also die Magazingröße erhöhen. Ist eher so mau. Glaube ich nicht. Ich kann mir, glaube ich, auch rauslegen. Ich glaube, dass wir das auch nicht unbedingt brauchen. Schnellauslöser haben wir sowieso den 20er% drinnen. Wir könnten theoretisch sogar noch Kälteschaden hinzufügen. Oh. Okay, das heißt, okay, dann würden wir theoretisch Feuer bekommen und Virus. Okay. Gut, die Frage ist, Schadensarten, was Virus sein könnte, also was Virus bringt. Aber ja. Das. Warte, hä? Was habe ich jetzt für eine Fähigkeit? Also, was habe ich jetzt rausgegeben? Achso. Operator, were you visualizing a bloody battle? Ja, natürlich. So. Sägeblatt, nee. Schnelle Hände, nee. Was reduziert mir? Ja, das ist. Ja, mau. Durchschlag. Okay, ja, gut. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt noch mehr Crit, als dass ich da alles, was ich hier habe, ne? Aber ja, grundsätzlich so Damage an sich so ein bisschen erhöhen ist nicht schlecht, finde ich jetzt mal. Man kann natürlich die Sachen und auch das infizierte Magazin so ein bisschen pushen, das geht natürlich auch. Aber ja, da fehlt mir, muss ich sagen, doch ein bisschen das Geld dafür. Weil ich ja auch noch unbedingt meinen Kuprov machen möchte. Okay, gut, was, ja gut. Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich sonst eigentlich reinlegen sollte. Die Folge dauert auch schon wieder viel zu lange. Was ist denn der höchste Damage, was die Waffe hat? Schnitt. Okay, Schnitt geht nicht. Schnitt hat leider das Maschinengewehr unseres Death Cubes. Habe ich letztens auch schon mal bemängelt, soweit ich das weiß. Ja, ich weiß nicht, Durchdringung ist jetzt nicht so. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach ganz, ich mache es jetzt ganz pervers. Ich werde jetzt einfach, wo ist es? Da. Ich könnte, das mache ich jetzt noch. Genau, ich soll mal, shit, ich habe jetzt vergessen, was für eine Waffe, was für eine Zweitwaffe ich mir kaufen soll. Oder zumindest ansehen soll, ich weiß es nicht. Irgendwas mit S, was ist, ich weiß nicht mehr. Muss ich dann nachgucken. Hier könnten wir noch was reinlegen, was 4 hat, befallene Jagen zum Beispiel, oder Flammenladung finde ich sowieso immer ganz gut. 10% Einschlag, da ist, okay, das ist auch Durchschlag eher. Ja. Gut. Ja, ich werde mal. Also, das ist.
Werden wir mal den cleveren Schachzug nehmen. Jetzt haben wir 9% Crit-Chance. Naja, geht. Geht. Ist jetzt nicht so prächtig, aber geht. Ah, eins habe ich noch. Was noch hinten fertig, was gerade fertig war. Ja, fertig wurde so in der Hinsicht. Wahre Bestrafung? Nee. Ah, Schockberührung. Nordwind ist halt schon, macht halt schon sehr viel Schaden. Durchschlagschnitt, naja. Das ist immer so schwierig. Achso, ich hab. Ja. Okay, wenn ich Ausweise schon drin habe, ist natürlich klar, dass ich das nicht mehr brauche. Warte, ich tausche das mal kurz. So, weil das okay ist? Ja, ist okay. Letzte Berührung. Todesstoßschaden. Naja. Da Crit-Chance würde noch gehen. Die ein bisschen erhöhen auf 11%. Auch sehr nice. So, und jetzt noch irgendwas Unnötiges, was 2 braucht. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel, warte, was ist mehr? Okay, die sind beide gleich. Dann kann ich theoretisch. Ah, das lege ich hier hinten hin. Siehe nach oben. So. Alter Schwede. Okay. Wanderattacke, Wirbelattacke. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich klar, dass da alles erhöht wird. Ja, okay. Gut, wäre das erledigt. Jetzt, bei Deskue brauche ich, glaube ich, nicht nachschauen. Haben wir letztens schon gemacht. So. Was ich meinte, was fertig ist. Unser schöner Orkin-Reaktor, wo auch immer der ist. Hier. So, Gegenstand hergestellt. Wurde auch ins Inventar hinzugefügt. Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich das Teil in meinen Rhino rein? So nicht. Load-Adoptionen? Duplikate? Nö. Zufällige Auswahl? Nee, Load-Op ist es. Ja. Verbesserungen? Ah. Autoinstallation verbessern. Füge eine neue Politik hinzu und verändere deine vorhandene irgendwas. Jupp. Yeah, wir können jetzt noch mehr Zeug reinlegen. Wir sind zwar jetzt relativ voll. Es liegt aber halt daran, dass wir. Ja, ich habe ihn jetzt mal eingebaut. Ja, wie gesagt, habe ihn jetzt mal eingebaut, ist jetzt, ich werde mir das dann nachher nochmal anschauen, ich lasse das jetzt mal alles drinnen, ich muss natürlich die Sachen verbessern, das auf jeden Fall, ich weiß, ist jetzt ein bisschen unnötig gerade, wenn der da drin ist, aber okay, so, was wollte ich denn verbessern, was war das, es waren Mods, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, was für Mods. Ja. Hat nur wieder aufgepasst, muss ich ganz gut, also. Ja, ja. Ja, ach, wenn will ich nichts machen eigentlich. Wächter selbst könnte ich natürlich pushen, ja. Es war irgendwas Doppeltes, ich weiß nur nicht mehr was. Alter, was wollte ich machen? Egal. Lassen wir das mal. Machen wir mal eine Quest und dann schauen wir nachher weiter. Ich guck mal schnell noch hier. Wir haben jetzt 42.000. Ich guck noch schnell hier. Sekundärwaffe. Irgendwas mit S. Ich weiß, dass es irgendwas mit S war. Ich weiß noch nicht. Sonicor könnte es gewesen sein. Ich glaube, die Sonicor war es. Halbautomat. Halbautomatisch ist eigentlich ganz geil. Beschieße Gegner mit massiven Wellen aus Schallenergie. Berichten zufolge ist dies sehr befriedigend. Einschlag 50, genau, okay. Die Waffe ist angeblich. Ah ja, genau, okay. Das könnte sein, dass die gut ist. Gut, aber da brauchen wir 2 Argon-Kristalle. Habe ich nicht 3 davon? Ich könnte mich erinnern, dass ich letztens 3 eingesammelt habe.
Okay. Na gut, wir brauchen sowieso noch Plastide und Oxium, brauchen wir sowieso noch. Das heißt, die Waffe könnte sowieso noch ein bisschen dran. Aber Argon-Kristall habe ich doch letztens 3 eingesammelt, oder? Oder ging das für den Orkin-Reaktor drauf? Kann natürlich sein. Ich habe da nicht geguckt, aber normalerweise eigentlich nicht. Hier wird auch noch immer jetzt, ne? Jetzt könnte ich den Scheiß hier bauen. Nein, könnte ich nicht. Aber das 100.000 habe ich ja nicht. Es ist, ab und zu denke ich mir auch immer, was ich gerade will. So, das können, da können wir ab 50. 50.000 brauchen wir für das hier, okay. Na gut, dann fangen wir mal mit etwas an. Was ist hier? Auslöschung, Einsatz, Bedingungen, feindliche Physikalverbesserung. Hä? Okay. Vespa, ist für mein Syndikat. Hier, das da, genau. Immersion, Attentat. Ist da irgendwas? Weil das nämlich, das so und das Symbol hier ist strange. Ausrüstung, feindliche Verteidigungs... irgendwas. 33 Minuten, okay. Ich sollte bei den Aufträgen, ne? Also Alarmierungen, hier sollte ich schauen. Hier gibt es angeblich ein paar Mods, die man gut brauchen kann. Klar. Ja. Alles verstanden. Eine fortgeschrittene Einheit der Jackal wurde bei V-Prime entdeckt. Eliminierte Bedrohung, bevor ihre Verstärkung eintrifft. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen kann. Nö. Nö, 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 nö. So. Das kann nur das hier sein, ne? Ja, aber das... Nein, nee, nee, nee. Das ist nicht das, was ich hier haben will. Kampfsort ist Filtron. Einsatz, Auslöschung, Korpus. Nee. Mission abbrechen. Was ist das hier? Hier ist nämlich... Ja, ja gut, wahrscheinlich... Befallene, ne? Einfach nur Befallene wahrscheinlich. Plus Energieregeneration. Auslöschung. Gut, Auslöschung kriegen wir hin. Machen wir mal. Ich werde mir dann bei der zweiten Folge, werde ich dann nochmal schnell die Mods durchgucken vorher. Was ich da machen wollte. Und werde dann nachher auch noch schnell gucken, was für eine Waffe ich mir kaufen sollte. Und dann müssen wir auch schon wieder in den Void einen Argon-Kristall farmen. Damit wir den haben, wenn wir den Inkubator bauen können. Irgendwann vielleicht. Klar. Habe ich schon öfter gemacht. Kriege ich hin. Geht auch hier gleich weiter. So. Habe ich jetzt... Ah, ich habe jetzt Virus, ne? Eliminate all corpus threats. They spotted you. Ist irgendwas hier? Irgendwas macht hier... Autsch, irgendwas war hier auf mir, das die Damage gemacht hat. So... Was Neues, habe ich noch nie gehabt. Klar, was sonst? Steht der vor mir? Alter!
Alter, komm, spawnen die? Spawnen die hier drinnen? Hinter meinem Rücken, das ist ja heftig. Alter. So. So, Zeit für Munitionsumwandler ist jetzt natürlich vorbei. Das heißt, wir müssen Magazin sparen. Nee. Glaube ich jetzt, das glaube ich nicht so, dass wir Magazin sparen müssen, glaube ich. Das ist, ja. Oh, ein Mods. Nehme ich natürlich gerne an. Ah, mit Schneidbrenner auf mich losgehen ist auch feig. Ah, okay. Ist das hier mal erledigt? Ist hier was? Nee. Ging nur auf, weil es halt gerade Bock hatte. Okay. Immer schön Credits einsammeln und alles. Wir brauchen das ja. Wir brauchen das ja alles. Wie sollen wir sonst einen Inkubator jeweils bauen? Wie gesagt, ne? Habe ich es mal erwähnt, Inkubator wird ewig dauern, bis der fertig ist. Bis ich den habe, das wird ewig dauern. Aber ich trotzdem hätte ich gern irgendwann mal einen Kuprov. Also das auf jeden Fall. Ah, es hat wer mitbekommen. Gut, ich weiß nicht, ob Virus gut ist. Ich weiß nicht, was es... Ah, das wollte ich noch machen, genau. Ich wollte ja schauen. Genau, das merke ich mir auch noch. Ich werde auf jeden Fall schauen, was... Wo ist er? Auf jeden Fall schauen, was Virus bringt. Die ganzen Effekte, was das alles bringt, ne? Das wäre mal sinnvoll zu wissen. Man kann sich auch irgendwo im Codex nachschauen, aber bin ich zu faul. Aber gut, das könnte ich auch machen. Im Codex wird es auch gehen. Im Codex könnte ich es auch machen. Wenn es geht. Wenn man es findet. Werde ich dann in der nächsten Folge wissen. Und dann werde ich noch schauen, genau, was ich in meinen Warframe einbauen will. Die Maus zuckt heute so extrem rum. Weiß auch nicht. Ja, genau das. Ah, ich wollte ja irgendwelche Mods verbessern für den Warframe. Aber das, da gibt es so viele in der Verbesserungsabteilung, dass ich da keinen Durchblick mehr habe. Ja, so geht's auch. Guten Tag, Männer. Ach komm. Okay, wenigstens mal eine Tür zu. Naja, wenn er es da noch nicht mitgekriegt hat, dann naja. Es ist eh schon zu spät. Alter. Was die aushalten hier mit diesem Schild. Oh, ne Mod. Das kriegen wir bestrafen. Oh. Oh, das braucht. Oh, das braucht man nicht wirklich. So. Alarms have been reset. Okay. Was ist? Da kommt ein Special Monster nach dem anderen. Seit wann können sie sich hinhocken? Okay, es reicht. Ah. So ein Special Monster ist das. Na, was ist? Da, nimm. Die Waffen. Ich mag die Waffen immer noch gern. Ich finde die super.
mit Strahlung. Ah, die haben so geil. Die haben so ein schön großes Magazin. Nicht so wie bei... Nicht wie die Furies, ne? Die was nur 75 haben, ne? Die haben 100. Das merkt man schon ein bisschen, muss ich sagen. Ah, toll. Ah, nachladig. Hallo? Achso. Jetzt wollte ich gerade nachladen, obwohl er gerade nachgeladen hat. Wo ist er? Ah, hier. Okay. Naja. Wenn es sich versteckt, wird es auch nicht besser. Es ist einfach so. Okay, hier kommt alles. Ah, Kopf juckt. Furchtbar. Hui. So, sonst keine hier drinnen. Okay. Ah, jetzt ist die Ausrüstung ist eh gleich vorbei. Ich liebe die Quests. Ah, Munition leer. Autsch. So, wo ist jetzt... Wo waren jetzt Gegner? Oh, sogar getroffen. Auch schön. Ich habe keine Ahnung, was Virus bringt. Ich merke den Damage nicht mal. Hallöchen. Vielleicht irgendein Dot. Vielleicht ist Virus einfach nur ein Dot. Wo ist er? Hui. Ah, toll. Das musste sein, ne? Wo ist er? Irgendwo. Ich hänge mich einfach mal kurz rein hier. Ah ja, da ist er. Einen gibt's noch. Irgendwo. Nee, lieber nicht. Das macht wieder so hässlichen Damage. Okay. Mann, ich bin zu unfähig, es zu zerstören. Okay, dann. Ah, ich bringe noch den letzten schnell um und dann raus hier. Die Folge dauert ja, ich sehe eh schon zu lange. Die ist schon langweilig. Warte, vorher aber noch. Das muss schon sein. Zumindest die Dinge hier ausräumen. Die Zeit muss sein. Die Zeit muss sein. Das geht einfach nicht anders. Ich wollte gerade erzählen. Genau! Achso, das habe ich schon irgendwo anders erzählt. Na, ich weiß jetzt. Wo? Also. Ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß nicht mehr, wo ich das erzählt habe. Auf jeden Fall hatte ich noch vor, zwischenzeitlich auch mal. Da ich mir ja die Anno-Teile gekauft habe. Ich glaube 15.6, 17.6, 14.4 und 18 irgendwas. Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Die drei, also die vier Teile halt, ne, wobei 14.4 mein absoluter Favorit irgendwie ist. Habe ich mir gedacht, okay, den könntest du let's playen, ne? Die 14.4 könntest du let's playen. Spielst du halt einfach mal, weil zur Abwechslung einfach mal so wie dich selbst, ne, die 17 irgendwas. Dachte mir, eigentlich könnte ich den auch let's playen. Der ist ganz gemütlich eigentlich zu spielen, ne? Der 17.6 hat keine Kampagne, ne? Der hat nur Szenarien, die man durchspielen könnte, ne? Von leicht bis schwierig. Ah, hier Energieregeneration, sehr schön. Ah, eine Aura mal, sehr cool. Ja, der hat eben keine Kampagne. Dann gibt es aber einen DLC, den ich auch dabei habe. Und der hat dann eine Kampagne, das heißt, die könnte man dann durchspielen.
was einiges in Teilen anspricht. Ich weiß gar nicht, ich müsste mir das mal angucken, ob die Szenarien auch gleich sind oder so. So, dein Wächter greift das nicht. Ja, das ist ganz, ganz sicher. Ja, genau. Okay. Gut, dann war's das für die Folge. Ich werde noch schnell, wenn ich jetzt schon da bin. Aura. Kann man Aura? Muss man den Slot freischalten oder. Ich weiß nicht, ob. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Aura unbedingt brauche. Ich gebe es mal rein. Das ist. Okay, es ist für den Warframe nicht die richtige Aura. Was? Aura. 2. Warte mal. Erhöht meine Aura? Aura erhöht das hier. Cool. Also zumindest die erhöht das. Auch sehr cool. Okay. Ja, ich lasse dich mal drinnen. Ist nicht. Ups. Ist nicht so schlecht. Gut, dann. Sage ich mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten. Also gleich wieder in der nächsten Folge halt. Und ansonsten. Also. Gleich wie, was heißt gleich wieder? Nächsten Tag oder? Ja, entweder gleich oder nächsten Tag. Das kommt immer davon, wie man sieht. Oder nie wieder, man weiß es ja nicht. Vielleicht hört ihr dann alle auf, Warframe zu schauen nach der schlechten Folge hier jetzt. Nein, ja, da sehen wir uns wieder und da werde ich vielleicht schon wissen, was die ganzen Effekte bringen. Und vielleicht auch schon meine Mods verbessert haben. Das werde ich vielleicht offscreen machen, weil das ist schon, das ist so eine Sache. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis dann. Baba.